Schön, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben, um mir ein weiteres Mal zu lauschen. Vielleicht ganz kurz vorweg, mein Vortrag richtet sich in allererster Linie an, ich sag mal, ambitionierte Anwender oder Nutzer. Sicherlich nicht an die DevCracks, weil denen brauche ich nichts zu erzählen, wie sie ein Backup zu machen haben. Die haben mit Sicherheit auch ganz andere Möglichkeiten in der Tasche, als ich die hier vorstellen könnte. Kleines Miteinanderspiel. Wer hat denn ein Backup für seine Website? Wow. Die Gegenfrage, wer hat kein Backup, lässt sich, glaube ich, damit sparen. Und nur zur Sicherheit, weiß irgendjemand, was ich meine, wenn ich von einem Backup spreche? Oder weiß jemand nicht, wovon ich hier eigentlich spreche? Nee, ne? Okay, ihr wisst Bescheid. Gut. Backup schön und gut. Wer ist sich darüber im Klaren und sich ganz sicher, dass er auch einen Restore, also eine Wiederherstellung seiner Daten hinbekommen würde? Da gibt es wirklich ein paar, die sind sich nicht ganz sicher. Das ist gut. Okay, und... Ja, du kannst das so machen. Okay, und die abschließende Mitmachfrage, wer musste das schon mal tun? Okay, die meisten haben es schon mal geschafft, ihre Seite wegzubügeln. Cool. Gut, also die Frage, Backup oder Restore, Kür oder Pflicht? Die Antwort ist relativ einfach. Pflicht. Punkt. Ende. Aus. Keine weiteren Sachen, nichts weiter zu dem Thema zu sagen. Ich bedanke mich, dass ihr alle hier wart und verabschiede mich. Nee, natürlich nicht. Ganz kurz noch das Impressum. Michael Oeser ist mein Name, der eine oder andere kennt mich als der Prinz. Das ist kein Größenwahn, die Geschichte erzähle ich euch gerne mal bei einem Kaffee oder bei einem Bier. Unter www.derprinz.de zu finden, diesmal habe ich auch die Mailadresse mit eingefügt, weil ich danach gestern gefragt wurde, und @MichaelOeser auf Twitter und so den anderen diversen wahnsinnigen Netzwerken. 5 gute Gründe für ein Backup. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar mehr Gründe, aber mit der 5 habe ich es anscheinend. Gestern hatte ich diese 5P-Regel, heute gibt es 5 gute Gründe. Ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich die beiden Präsentationen nebeneinander mir angeschaut habe. Das erste ist, ein Backup gibt einem die Sicherheit, falls es mal knallt. Also, falls ein Update mal knallt. Wir alle kennen ja die hübschen Buttons in WordPress, die einem dann, oder die Meldung, die einem sagt, es ist ein Update verfügbar, drückt mal da drauf. Und dann drückt man da drauf und dann klappt irgendwas nicht. Kann ja immer mal passieren. Und dann ist alles kaputt und dann sagt man sich, Scheiße. Das Dramatische dabei ist, und das ist kein Witz, im privaten Umfeld würde ich da sagen, naja, gut. Ich habe das allerdings auch schon bei großen Unternehmen erlebt, wo mich jemand hysterisch anrief und sagte, Herr Oeser, wir haben alles kaputt, Seite weiß, nichts geht mehr. Was haben Sie denn gemacht? Ja, wir haben das Plugin da, da war eine Update-Meldung, da habe ich auf Update gedrückt, mitten im laufenden Betrieb. Hm, gut, ja, ist ja kein Problem, spielen Sie einfach das Backup ein. Das war's. Und das war ein großer Verlag aus der Schweiz, also keine Klitsche. Es gibt einem natürlich auch Sicherheit, wenn mal die Site gehackt wird. Wir wissen alle, WordPress ist... doch durchaus einer gewissen Verbreitung unterlegen in der Welt. Solche Dinge führen immer dazu, dass es lustige Hacker gibt, die meinen, wir greifen das jetzt mal an. Und auch wenn viele glauben, ja, ich bin doch kein Ziel für einen Hacker, nein, du persönlich nicht, aber es passiert einfach. Und wenn ich dann ein Backup habe, gut, wenn ich keins habe, blöd. Sparst Geld, weil nämlich, wenn du dann keine Ahnung hast, wie du deine Site wiederherstellen musst oder willst oder kannst, und jemanden beauftragen muss, wie mich, dann wird das ganz, ganz furchtbar teuer, teuer, teuer. Auf jeden Fall teurer, als wenn du dir vorher mal Gedanken gemacht hättest, wie ich so ein Backup mache und dir mal ein bisschen Zeit genommen hättest, dich darum zu kümmern. Du zeigst auch Verantwortung, weil wenn du zum Beispiel, eine Firma bist und Mitarbeiter hast und die Firma durchaus auf die Website setzt, im Sinne von Kundengewinnung oder durchaus vielleicht auch beim Shop direktes Verkaufen, dann hast du eine Verantwortung dafür, dass der ganze Quatsch auch am Laufen gehalten wird.
Und wenn es dann mal knallt, bist du in der Verantwortung, dass das möglichst schnell wieder ans Laufen geht. Weil sonst funktioniert dein Shop nicht, sonst kannst du keine Produkte verkaufen, dann kannst du deine Mitarbeiter nicht bezahlen, musst die alle rausschmeißen, landen auf der Straße, ist auch nicht schön. Und vor allem schläfst du ruhiger. Also das weiß ich aus persönlicher Erfahrung sehr, sehr genau, dass ich mich viel wohler fühle, wenn ich weiß, das läuft alles und falls es knallt, drücke ich nur noch auf ein Knöpfchen und ist alles wieder gut. Also demnach kein Update ohne Backup. Hashtag never ever do that, you fool. Aber wie? Gibt ja diverse Möglichkeiten, klar, wie immer im Leben. Ich habe mir mal ein paar rausgesucht. Wenn es jetzt wieder 5 sind, drehe ich durch. Es sind wirklich wieder 5. Es war keine Absicht, es ist kein Witz. Ich merke das jetzt wirklich im Moment erst. Also es gibt die Möglichkeit, sowas manuell zu machen. Es gibt die Möglichkeit, das mittels eines Plugins zu machen, zum Beispiel BackWP Up oder irgendeines anderen. Also alle Tools, nur mal so. Achtung, Werbeunterbrechung, beziehungsweise keine Werbeunterbrechung, Disclaimer. Alles, was ich hier nenne, sind nur Beispiele. Ich habe mit keinem davon irgendwie einen Heiratsvertrag geschlossen, einen Ehevertrag geschlossen. Ich bin an nichts beteiligt oder ähnliches. Das sind nur Beispiele. Ich kann nur nicht irgendwie 20 Plugins vorstellen. Das wäre langweilig und wird auch die Zeit sprengen. Also in dem Fall habe ich mal BackWP abgenommen. Es gibt die Möglichkeit spezieller Software. Bitte gerne. Wie? Bitte, Entschuldigung, ich habe es nicht. Ja. Das ist der Plugin-Auto von Ja, ich weiß, ja, ich habe keine. Er hat ja gerade nur bestätigt, dass wir keine Kooperation haben. Genau. Genau. Es gibt spezialisierte Software. In dem Fall habe ich mir mal Infinite WP angeschaut, beziehungsweise es mal vorgestellt. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, dass das der Hosting-Provider direkt anbietet. Das ist schön. Und es gibt natürlich auch externe spezialisierte Dienstleister, wo man sowas auch wunderbar machen kann. Fangen wir mal mit der manuellen Variante an. Es fängt damit an, ich muss die Daten per FTP manuell sichern. Also FTP-Tool, Daten runterziehen, Festplatte, das ganze Geraffel. Ich muss die Datenbank mit einem entsprechenden Tool, phpMyAdmin oder ähnlichem, genauso sichern. Bei einem manuellen Backup habe ich natürlich keinen Automatismus. Das heißt, ich muss mich selbst hinstellen und muss das machen. Ich muss einfach die Dateien runterziehen, beziehungsweise die Datenbank sichern. Könnte man sagen, ja, ist ja kein Problem, wenn ich es zweimal im Jahr mache. Geht das ja. Ist ja arbeitsaufwandmäßig nicht so schlimm. Zweimal im Jahr ist halt ein bisschen knapp. Und es gibt vor allem keinen One-Click-Restore. Also das heißt, wenn ich die Daten gesichert habe, das ist schön, dann habe ich die auf meiner Festplatte liegen und so weiter. Alles wunderbar. Aber ich muss sie natürlich wieder manuell herstellen. Das ist für die Devs und auch für Leute, die jetzt, ich bin kein Programmierer, ich bin Webdesigner, auch für mich ist das kein Problem. Aber für einen normalen Anwender, da sind dann ganz schnell technische Grenzen erreicht. Der hat da keinen Spaß mit. Kommen wir zum Plugin, zu der Plugin-Variante. Hier auf dem Screenshot sieht man eben BackWP Up, sieht man gerade schön die Fortschrittsbalken und man sieht sofort, das sieht aus wie WordPress. Ha, was ein Zufall, ist ja auch ein Plugin für WordPress, integriert sich schön in die Infrastruktur von WordPress, kann ich direkt aus WordPress heraus bedienen, hat ein bekanntes Interface, hat im Prinzip Funktionen, mit denen man, wo man sich sofort heimisch fühlt und ja, ist halt ein vertrautes Umfeld sozusagen. Alle Lösungen, die ich jetzt zeige, haben immer Licht- und Schattenseiten, klar. Also es gibt keine perfekte Lösung, das kann ich gleich mal vorweg schicken, also aus meiner Sicht zumindest nicht. Das Gute an einem Plugin ist natürlich, dass es direkt in WordPress integriert ist. Wie schon gesagt, die Umgebung ist einem bekannt, man fühlt sich da wohl, man muss nichts Neues lernen sozusagen. Ich kann es automatisiert laufen lassen, also ich kann Backup-Pläne erstellen, jede Nacht um 2 Uhr, sichere mir bitte meine Daten und die Datenbank nach wo auch immer hin.
Es ist kostenlos, zumindest in dem Fall in der Basisversion, die aus meiner Sicht aber schon sehr, sehr solide ist und eigentlich für ganz viele Fälle sicherlich reichen wird. Nachteile von einem Plugin, in dem Fall, es hat kein One-Click-Restore. Das kann man, also ich persönlich sehe das als einen Nachteil. Nein, auch viele sagen, ja, warum, solange ich die Daten sauber gesichert habe, ist mir das Latte. Gut. In der Pro-Version ist es kostenpflichtig, das mag man als Nachteil ansehen, je nachdem. Ne? Also. Und wenn der Server, also der Server, auf dem meine Website läuft, gehackt wird, die Website nicht mehr erreichbar ist, ich nicht mehr ins Admin-Interface komme, komme ich ja auch an das Plugin nicht mehr ran, also an die Funktionen des Plugins nicht mehr. Das heißt, wenn dann mal der One-Click-Restore drin ist, kann ich den gar nicht nutzen, weil ich gar nicht drankomme. Und das ist natürlich in dem Fall ein kleiner Nachteil, aber natürlich habe ich immerhin ein Backup. Ich habe meine Dateien und meine Datenbank sauber weggesichert. Das ist viel, viel besser als nichts zu haben. Also eine durchaus super Sache, gar keine Frage. Spezialisierte Software, in dem Fall ist es InfiniteWP. InfiniteWP ist eigentlich eine sogenannte Management-Software oder Management-Oberfläche für WordPress, auf der ich multiple WordPress-Instanzen aus einer Admin-Oberfläche verwalten kann. Angefangen von, ich habe einfach auf einer Admin-Oberfläche den Zugriff auf die jeweiligen Websites, bis hin zu, ich kann Backups machen, ich kann über alle Instanzen heraus alle möglichen Sachen machen, Posts bearbeiten, moderieren, was weiß ich was alles. Für eine einzelne Website ist es sicherlich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber der Backup- und Restore-Prozess, das kleine Eingekreiste da oben, das ist ein Restore-Button, falls man es nicht lesen kann, der funktioniert wirklich extrem gut. Deswegen habe ich das tatsächlich bei einem Kunden, der nur eine einzige Website hat, auch schon eingesetzt, weil das einfach funktioniert und weil es total schmerzfrei ist. Auch hier wieder Pro und Contra natürlich. Ein sicherlicher Vorteil ist, es ist eine Self-Hosted-Geschichte, also ich brauche mich nicht bei irgendjemandem anzumelden, meine Daten fröhlich unseren Freunden in Amerika zu überlassen. Und die sind dann irgendwo in der Cloud, sondern das ist eine Installation, genauso wie WordPress, die ich auf meinem eigenen Server oder auf dem Webserver meines Hosts, Webhosters installiere. Funktioniert auch ähnlich einfach wie WordPress. Dann habe ich dann Admin-Interface und bumm, fertig, funktioniert. Und ich habe es halt voll im, sozusagen im Griff und kann halt selbst entscheiden, was damit passiert. Ich kann die Backups sowohl automatisiert laufen lassen, also eben planen. Ich kann sie aber auch manuell durchführen, genauso wie bei der Plugin-Lösung vorhin. Das heißt, wenn ich sage, ich mache jetzt mal ein Update, dann mache ich auch jetzt vielleicht mal schnell noch ein Backup, das dauert 2 Minuten oder so, dann habe ich es ganz aktuell. Es gibt einen One-Click-Restore, der super gut funktioniert. Also ich habe bis jetzt wenig gesehen, was besser bei One-Click-Restores funktioniert als da. Und es ist halt komplett unabhängig von der WordPress-Installation, weil es eben ein komplett eigenes Tool ist. Der Nachteil ist tatsächlich, es gibt kostenpflichtige Features und die planbaren Backups sind eins davon. Das ist blöd, aber so dramatisch auch nicht, weil ich glaube, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, $50 im Jahr oder sowas. Ich finde, da kann man schon ganz gut mit leben, wenn man sich damit sozusagen ein bisschen Sicherheit oder ein bisschen weniger Bauchschmerzen einkauft. Es ist allerdings auch nicht unter allen Bedingungen möglich. Jetzt fragt mich bitte nicht, unter welchen ist es nicht möglich. Ich weiß es nicht. Ich habe nur erlebt, dass es manchmal einfach nicht funktioniert. Das hängt sicherlich mit Serverkonstrukten bei den Hostern zusammen. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, an was es dann hängt. Aber ja, ist halt so. Also es ist leider nicht immer möglich. Aber in den allermeisten Fällen funktioniert es. So. Wenn der Hosting-Provider sowas anbietet, finde ich das immer am allergeilsten, weil ich muss mich ja um nichts kümmern. Ist das ein Screenshot von einem Hosting-Provider, bei dem ich Websites liegen habe. Da oben ist das ausgegraute Logo. Habe ich Gott sei Dank heute noch dran gedacht. Ja, also schaut halt übelst aus, aber es funktioniert. Man sieht da eine schöne Liste mit den Backups der letzten 14 Tage. Das ist sowohl Datenbank als auch Dateien. Die kann ich auch wieder einzeln wiederherstellen. Man sollte jetzt keinen besonderen ästhetischen Anspruch an das Ding haben, weil der wird sicherlich nicht erfüllt. Der Vorteil ist,
ganz klar, ich habe eine fertige Lösung, ich muss mich um gar nichts kümmern. Das Ding ist da, fertig. Ich habe meine Website installiert und ums Backup kümmert sich der Hoster. Und da kommen wir gleich dazu, genau. Es ist keine separate Software nötig, ich muss nichts irgendwo installieren, ich muss gar nichts tun. Es ist wirklich peng, da, fertig. Es gibt, wenn man Glück hat, also in meinem Fall ist das so, es gibt es einen One-Click-Restore. Es ist leider Gottes nur in manchen Fällen so. Die meisten Hoster, mit denen ich in den letzten Jahren zu tun hatte, die zumindest Backup-Lösungen anbieten, bieten komischerweise keinen One-Click-Restore an. Dann kann ich mir den Kram wieder runterladen und muss ihn installieren. Finde ich dann immer so ein bisschen, an der Stelle ein bisschen halbherzig. Wie du schon sagtest, es ist nicht bei allen Hostern verfügbar. Das ist einfach so. Es gibt selbst die großen Hoster, ja, groß heißt ja nicht gut, ich weiß. Nein, groß heißt meistens nicht. Ja, egal, anderes Thema. Selbst bei den großen Hostern ist es nicht grundsätzlich verfügbar. Und ja, wenn man Pech hat, oder in den meisten Fällen, die ich erlebt habe, gibt es eben keinen One-Click-Restore. Das ist für den normalen User auch nicht so richtig prickelnd. Und es gibt auch tatsächlich dann Varianten, die sind kostenpflichtig. Und ich habe da auch schon echt abenteuerliche Dinge erlebt. Also gut, Schweiz ist immer so ein bisschen hochpreisiger, da brauchen wir uns gar keine Gedanken drüber zu machen. Ich habe das gerade erlebt, an Weihnachten gab es bei uns im Supermarkt Serrano-Schinken, so ein ganzes Ding, kostet 59 Euro. Und mein Schwager ist aus Basel, der hat sich fast in die Hosen gemacht vor Lachen. Und hat mir dann ein Bild aus Basel, aus dem Supermarkt, von dem gleichen Ding geschickt. Kostet 180 Schweizer Franken. Finden die normal. Das war übrigens der Sonderpreis, 180 Schweizer Franken. Also in der Schweiz ist alles ein bisschen teurer. Bei einem Schweizer Hoster habe ich erlebt, dass das Wiederherstellen eines Backups über 200 Schweizer Franken gekostet hat. Da überlegst du dir gut, ob du deine Seite schrottest. kann aber auch, das ist jetzt vielleicht so ein Worst-Case-Szenario, aber auch ein Hoster kann ja mal so richtig kräftig eine draufkriegen. Ja, kann durchaus passieren. Habe ich jetzt auch tatsächlich erlebt, bei einem großen Hoster, ich sage den Namen jetzt nicht, geh fort, Vater, da ist das auch passiert und das war nicht lustig. Ja, kann passieren und wenn das halt passiert, dann hast du halt nichts. So, und dann haben wir noch die externen Dienstleister oder den externen Dienstleister. Auch hier musste ich ganz schnell das Logo wieder ausgrauen. Ich denke mir da immer nichts dabei. Der externe Dienstleister sieht man ja auch hier eine schöne, relativ saubere, aufgeräumte Admin-Oberfläche mit der Liste der Backups, Datenbank und Daten natürlich, klar. Und ich kann mir diese Liste, kann jedes Backup anklicken, kann mir das runterladen, kann das per One-Click-Restore wiederherstellen etc. pp. Ich bin halt komplett unabhängig, wenn ich einen externen Dienstleister habe, weil mein eigener Webserver oder meine eigene Festplatte kann krachen. Beim Hoster kann der Server gehackt werden. Es können ganz viele Dinge passieren. Da bin ich halt bei einem, wenn ich das komplett nochmal outsource sozusagen, bin ich halt komplett unabhängig. Ich kann auch hier wieder automatisiert und manuell die Backups machen. Das ist sehr flexibel. Ich habe einen One-Click-Restore, der auch in den allermeisten Fällen, muss ich dazu sagen, sehr gut funktioniert. Es gibt manche Hoster, so ein paar lustige Hoster, die lassen dann gewisse Funktionen nicht zu und dann klappt der One-Click-Restore nicht, aber naja gut, ändert sich vielleicht auch nochmal. Und ich habe eine spezialisierte Lösung, die machen nichts anderes. Das ist eine Firma, die macht nichts anderes. Die machen nur Sicherung von Websites. Und vermutlich ist es das, was sie am besten können. Das ist sicherlich kein Nachteil, wenn man jemanden hat, der sich auf eine bestimmte Sache spezialisiert hat. Der Kaspar hat heute Morgen ja auch von Spezialisierung geredet, ne? Das Küchenmesser kann eine Sache richtig gut, Finger abschneiden, also Dinge abschneiden. In diesem Fall, ich habe jetzt mir einen Dienstleister angeschaut, ist noch eine Zusatzleistung, die nicht uninteressant ist, nämlich ein Server Monitoring. Das heißt, du bekommst von denen auch eine Info, wenn sich irgendwelche seltsamen Dinge auf deinem Dateisystem zum Beispiel tun. Also
da sind plötzlich 354 Dateien von gestern auf heute verändert worden. Da denkst du dir vielleicht, wer war das denn? Und kannst mal ein bisschen genauer hinschauen. Also sicherlich für den Backup- und Restore-Prozess nicht essentiell kriegsentscheidend, aber eine nette Zusatzleistung, die man damit bekommt. Der Nachteil ist, es ist kostenpflichtig und von allen bis jetzt gezeigten Lösungen natürlich auch die kostenintensivste. Und so ein Anbieter kann halt auch mal einfach vom Markt verschwinden. Peng, fertig, Butze zu, tschüss. Passiert in der Regel ja nicht von heute auf morgen. Deswegen finde ich das jetzt auch so mehr ein bisschen Horrorszenario, aber passieren kann es. So, jetzt kommt die große Frage. Mal viel gehört. Und was ist die richtige Lösung? Und der allwissende Michael weiß es natürlich, deswegen stehe ich ja hier. Nein, weiß ich natürlich nicht. Antwort ist aus meiner Sicht sehr einfach. Es ist immer die Lösung, die richtige, mit der du am besten zurechtkommst, mit der du dich am wohlsten fühlst. Es hilft nichts, wenn die technisch total toll ist, aber ich nicht weiß, wo ich eigentlich hinklicken soll und es überhaupt nicht auf die Reihe kriege, damit ein Backup zu erstellen oder ein Restore zu machen, dann hilft mir auch nicht die Aussage des Supporters, der dann sagt, ja, das ist doch total einfach, das funktioniert total super. Ja, schön, aber ich krieg's nicht hin. Also man muss sich damit wohlfühlen und die Hauptsache ist, du hast eine. Auch hier wieder, Punkt, lange Pause, dramaturgisches Element. Es geht einfach nicht ohne. Also es ist Pflicht, Pflicht, Pflicht. Und hast du keine, dann heul nicht, wenn's knallt. Das war's. Ich hab für euch am Schluss, weil ihr dann ja die Präsentation auch gleich, relativ gleich im Anschluss an die Session bei mir auf der Website runterladen könnt, also beziehungsweise habe ich einen Link hinterlegt zur Dropbox, da sind die Präsentationen beide drin und das Briefing-Dokument, von dem ich gestern gesprochen habe. michaelöser.de, mehr müsst ihr euch nicht merken, ganz einfach. Da findet ihr das und da ist auch nochmal eine Liste mit diversen Ressourcen, da habe ich die ganzen Tools drauf und ein paar mehr und überhaupt und guckt es euch einfach mal an. Danke, das war's. Jetzt wirklich. Fragen? Ja, fangen wir doch mal gleich hier unten an. Nochmal, habe ich akustisch nicht gehört. Wenn die Seite gehackt wird, du bist über die Seite in One-Click Restore. Ich hätte da kein Vertrauen, wenn ich jetzt quasi die angekaufte Seite habe, dass ich dann einfach wiederherstellen und das funktioniert dann nicht. Und ich würde, wenn dann sowieso alles platt machen und rückfangen und Backup neu einspielen. Okay, also die Anmerkung ist quasi, wenn die Seite gehackt wurde, hättest du kein Vertrauen bei einem One-Click Restore, dass nicht doch irgendwie noch irgendwo was drin hängt, weil du ja vielleicht auch gar nicht weißt, wann der Hack stattgefunden hat. Das Zweite ist, glaube ich, wenn du es richtig machst, kannst du es ja gar nicht machen. Ja, könnte natürlich sein. Ja, das ist sicherlich richtig, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Ganz kurz, damit ich das nochmal schnell wiederholen kann für die Kamera. Also
Klar, absolut valider Punkt, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass die Backups nicht direkt neben der Website auf dem gleichen Server liegen, sondern möglichst an einen völlig anderen Ort umgezogen werden, weil sonst möglicherweise ja auch das Backup korrumpiert sein kann oder nicht mehr brauchbar oder weiß der Teufel was. Also klar, idealerweise gibt ja auch, also bei den Plugins gibt es in der Regel die Möglichkeit, zum Beispiel in die Dropbox oder zu was weiß ich was, Google Drive, wo auch immer hin, das zu schicken. Das ist vielleicht noch nicht die perfekte Location, um sowas zu sichern, aber immer besser, als wenn es direkt auf dem Server des Hosts liegt. Ja. So, eine zweite Anmerkung. Genau, also ich wiederhole es wieder, die Anmerkung, dass natürlich das Nicht-Funktionieren von Restore oder auch generell vom Backup ist natürlich keine Krankheit von einer Lösung, sondern ist im Prinzip theoretisch bei allen Lösungen möglich, ganz klar, also auch bei einem Plugin, das kann funktionieren oder nicht, das hängt von vielen Faktoren ab und habe ich auch schon durch die Nummer, ich habe also auch viele Backup-Plugins in der Vergangenheit getestet und mich auch mal gefragt, wieso funktioniert das eine und das andere nicht. Aber es ist tatsächlich, ja, es ist so, ja, klar. Ja. Ich habe auch eine Anmerkung und eine Frage in die Runde, also welche Plugins man vielleicht benutzt, also ich habe früher auch Backup genutzt, dann habe ich auch immer ein bisschen gestört, dass dieses One-Click-Restore fehlt. Ich habe jetzt mittlerweile 8+, das auch immens viele bewerten, weil es sehr stark benutzt ist, es hat auch so ein automatischen Restore. Dort ist es ja noch so, dass man, dass er nur den Theme, also nur diese Dinge aus dem Core speichert, also ich glaube Themes, Uploads oder wie Content Uploads etc. und es einfach nicht, wenn du dann ein Hauptupdate machst, also ein Core-Update und dann kannst du funktionieren, wann die Quiz vorher nicht mehr, dann musst du wieder dann, und da kannst du manchmal da irgendwie die Stolpersteine übergeben, das ist da wieder ein Schade. Aber meine Erfahrungen, ich weiß nicht, was funktioniert von Plugins, ist immer so eine Frage in die Runde. Okay, also Frage in die Runde. Welche Plugins, wofern ihr Plugins verwendet ihr? Weil du sagtest jetzt, du kommst mit Updraft gut klar, grundsätzlich, aber das hat natürlich auch seine Schwächen. Ja, auch sozusagen, ja. Okay, vielleicht können wir da mal 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen oder so haben. Vielleicht auch noch ein Punkt, vielleicht dann so auch, was ich bei den anderen ganz gut finde, dass man sagen kann, ich mache da zum Beispiel jeden Tag ein Datenbank-Update und jede Woche dann nur ein Backup. Okay. Wer benutzt was anderes außer BackWP Up und Updraft Plus? Welches? WordPress von Unite. Das ist sehr simpel in der Basis. Also kann auch Zeitplaner erstellen. Okay. Labor-Version wird gerade auch in Linux und Dropbox. Also das ist extrem. Okay. Wie heißt das nochmal? Backup WordPress. Das ist ein kreativer Name, ja. Finde ich gut. Ja, okay, also sagst, funktioniert super, aber braucht es halt die Pro-Version, um... Okay. Sonst noch jemand? Ja. Main-WP. Main-WP, ja. Das ist ja im Prinzip sozusagen die outgesourcete Variante von Infinite-WP, wenn du so willst, ne? Also ähnlicher Dienst, sage ich mal. Bitte? Ich finde es A deutlich unübersichtlicher. Okay. Okay. Ich bin an sich begeistert, weil es halt innerhalb von WordPress ist, wo man bleiben muss. Ich habe quasi eine eigene WordPress-Instanz aufgesetzt, die sich nur um das Unternehmen gibt, hat, ja. Und noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil man darüber doch kompletten Zugriff kriegt. Aber es ist, also im Gegensatz zu Internet, deutlich unübersichtlicher, ja. Auf die Seiten zu gelangen, die Backups anzugeben und so. Es ist also MainWP sowohl als Managementlösung, aber auch eben für Backups. Für Zeiten, ja,
online, kann es auch runterladen, so ja. Offline theoretisch hat. Aber ja, mir so beliebtechnisch Luft nach oben. Ging mir ähnlich, ich habe mir das auch mal angeschaut und dachte auch, Mensch, ist in WordPress integriert eigentlich geil, aber ich fand es auch ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja, genau. Ja. Also du hast jetzt quasi so eine Mischlösung aus, ich benutze ein Plugin für das eigentliche Backup, ziehe mir das aber dann automatisiert, auch wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem NAS runter und speichere es mir sozusagen lokal ab. Ja, warum nicht, klar. Auch mal ein anderes Konstrukt, ne? Warum nicht, wenn es funktioniert. Super. Ja. Okay. Noch Fragen oder Anregungen? Tipps, Tricks. Ja. Also selbst ich bin eigentlich froh, dass man muss, was irgendwie selber auch Backups macht, auch wenn ich nicht selber das nicht sagen kann. Hat auch keiner gehört. Wenn man einen Top aussieht, dann weiß ich, wie man es da Probleme gibt dabei. Dann bin ich auch noch froh, dass man zusätzlich Backup auch bietet und man mal muss, was man nicht hat. Ja. Also muss man meine Strategie auch mal zu fahren, wenn man wirklich auch was frei oder sowas. Ja, absolut. Also, obwohl du sozusagen der Autor des Plugins bist, bist du froh, dass du noch einen Hoster hast, der das auch für dich sichert. Nein, klar, also so zweigleisige oder vielleicht sogar dreigleisige, keine Ahnung, also mehrgleisige Strategien in jedem Fall sind natürlich immer schlau, sozusagen das Backup vom Backup, wenn man so will. Weil, wie wir ja gesehen haben, es kann überall was passieren, keine Lösung ist endgültig, keine ist perfekt, keine ist hundertprozentig sicher. Und was auch total blöd ist, wenn man sich auf so ein Backup verlässt, und es dann einfach nicht funktioniert mit dem Zurückspielen, aus welchen Gründen auch immer. Ich hatte das tatsächlich auch, und auch da sind Dienstleister nicht frei davon. Ich hatte das bei einem Dienstleister, der sich nur um Backups kümmert, der auch Geld kostet, und hatte eine Website komplett gesichert. Mehrere Tage gab es schöne Sicherungen, also eine komplette und dann inkrementelle Sicherung, und dann ist die Website komplett geschrottet worden. Und dann wollten wir die zurückspielen, und dann ging das aber nicht. Weil einfach in der Sicherung irgendwas nicht sauber gelaufen ist, da bin ich ziemlich nervös geworden. Vor allen Dingen, weil es auch noch Geld gekostet hat und gar nicht so ganz wenig. Und das Positive war aber, man hat sich dann vom der Support des Dienstleisters hat sich unglaublich schnell, obwohl die in Amerika sitzen und der Zeitunterschied da ist, unglaublich schnell darum gekümmert und haben es dann auch innerhalb von einem, ich glaube es war ein knapper Tag oder sowas, haben die es hinbekommen, dass sie dann auch alles wieder sauber eingespielt haben, es hat alles wieder funktioniert. Also das war dann halt schon, da hat man halt gemerkt, jo, da sitzen Profis, selbst wenn es quasi automatisiert nicht geklappt hat, die kümmern sich halt darum, dass es funktioniert. Und da war ich auch sehr froh, ja. Ein Test-Restore, also sozusagen. Ja. Das Backup, was ich mache, klappt das denn auch überhaupt? Ja. Es kann natürlich auch drei Wochen später noch schief gehen und genau das Backup würde man brauchen, da hat man es gerade nicht getestet, ja. Aber wenn man das mal so hin und wieder mal testet, ist das auch keine ganz schlechte Idee. Ja, genau.
Also wissen wir alle, in der Branche im weitesten Sinne gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, also es ist immer gut, wenn man auch mal, deswegen habe ich eingangs auch gefragt, wer hat denn schon mal einen Restore gemacht? Weil es ist ja schön, wenn man sagt, nee, ich habe ein Backup, super. Mhm. Schon mal ausprobiert? Nö. Warum? Nein, also deswegen, klar, sowas sollte man auch, wie man alles testen sollte. Ne? Also kann nicht schaden. Es ist auch total gut, wenn man irgendwie eine Testumgebung hat, wo man Sachen testen kann, bevor man sie auf die Live-Site haut und sich den ganzen Shop zerkloppt. Oder auch nur die normale Business-Website oder auch nur einen privaten Blog, ist ja auch doof. Ja. Also wenn es Infinite.db auch ganz typisch, wenn du da deine mehrere Seiten nur sozusagen die Updates verwaltest, also machst du Update-All so einen Button, wenn du dich hast, dann wird irgendwelche Themes und die Sachen ändern. Im Moment sind sehr viele Themes, die sich Sachen ändern, wie warum auch immer, wo plötzlich die Zeitstruktur alles ist, dann machst du und du merkst es gar nicht, weil der Durchschnitt ist alles raus. Klar, also ich habe auf meiner InfiniteWP-Instanz verwalte ich im Augenblick roundabout 50, 60 Websites von Kunden und so weiter. Ich drücke niemals auf Update All, die würden mir den Kopf runterreißen. Also ich sehe das, weißt du, es ist mehr, für mich ist es wirklich mehr eine Admin-Oberfläche in erster Linie und ich sehe dann, da sind Updates zu machen, dann gehe ich aber in die WordPress-Instanz rein trotz allem und mache das Update oder mache die Updates. Und ich mache auch dann immer direkt davor nochmal ein Backup, obwohl da nachts immer die Backups durchlaufen bei den allermeisten Instanzen. Also ja, man muss da natürlich schon immer auch so ein bisschen mit Hirn rangehen und sich nicht so, ach, ich habe ja alles, Knöpfchen drücken. Ja, klar, man wird bequem, aber da muss man aufpassen, das ist halt ganz gefährlich. Am besten macht man das freitags abends kurz vor Feierabend, wenn man eine Stunde später einen ganz wichtigen Termin mit der Frau hat. Genau, ich mache nur noch mal kurz den Knopfdruck. Und dann weißt du sicher, dass du plötzlich einen weißen Schirm hast. Du siehst da noch so ein leichtes Grinsen irgendwie auf dem Monitor. Bitte? Wenn du es so erzählst, ist dir das ja auch schon passiert. Ja, klar. Sehe ich unfehlbar aus? Nein, natürlich. Ich habe den ganzen Unsinn durch, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen freitagsabends. Gut. Ja, wenn sonst nichts weiter ist, dann sind wir durch. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Jetzt ist, glaube ich, noch eine Session-Runde. Die haben es auch nicht einfacher. Ja, und ansonsten ohne Staus ab nach Haus später, gell? Kommt gut heim und wir sehen uns beim nächsten WordCamp oder so. Ciao.